Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Games-Update für NVIDIAs Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now. In dieser Woche habe ich eigentlich 7 Spiele für euch im Angebot, aber darunter ist eine Open Beta, ihr wisst genau, welche ich meine, und auch eine Demo. Und dann gibt es auch ein, zwei Spiele, die gibt es schon auf der Plattform GeForce Now. Da kommt jetzt einfach nochmal ein anderes Store hinzu, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video in dieser Woche. Mein Name ist Helmut, los geht's. The Casting of Frank Stone ist das brandneue Horrorspiel von Supermassive Games, den Machern von The Dark Pictures Anthology, und erschien bereits am 3. September. Ihr taucht in dem Spiel in eine düstere Geschichte ein, die über 3 verschiedene Zeitperioden hinweg erzählt wird. Man startet in den späten 60er Jahren, wo man als Polizist Sam Green den Serienmörder Frank Stone konfrontiert. Weiter geht es in die frühen 80er Jahre, wo eine Gruppe Teenager in dasselbe Stahlwerk eindringt, um ein Horrorfilmprojekt zu drehen. Schließlich landet ihr in der Gegenwart, wo eine Gruppe von Menschen in einer unheimlichen Villa aufeinandertreffen und sich einer übernatürlichen Bedrohung stellen müssen. Das Spiel ist derzeit für 39,99 € auf Steam erhältlich und kann dann über GeForce Now gespielt werden, wenn ihr es kauft. Die Bewertungen auf Steam sind ausgeglichen und auf Metacritic hat das Spiel eine durchschnittliche Bewertung von 69 Punkten für die PlayStation 5 Version erhalten. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Horrorerlebnis seid, das euch das Fürchten lehrt, dann ist The Casting of Frank Stone genau das Richtige für euch. Schaut es euch an und lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Sniper Ghost Warrior Contracts ist ein packender Taktik-Shooter, der euch in die Rolle eines Elite-Scharfschützen versetzt. Das Spiel wurde am 22. November 2019 veröffentlicht und bietet euch eine Einzelspielerkampagne mit weitläufigen offenen Karten, die eure taktischen Fähigkeiten und Präzision auf die Probe stellen. Wie das als Scharfschütze nun mal so ist, müsst ihr eure Ziele aus großer Entfernung eliminieren und dabei stets unentdeckt bleiben. Die realistische Ballistik und die detaillierte Umgebung sorgen für ein authentisches Sniper-Erlebnis. Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Herangehensweisen, die euch zur Verfügung stehen, um eure Missionen zu erfüllen. Das Spiel gibt es bereits über Steam bei GeForce Now, kann nun aber auch nochmal über die Epic-Version gespielt werden. Der Metascore für Sniper Ghost Warrior Contracts liegt aktuell bei 71 Punkten. Mit einer richtig guten 83er Bewertung bei Metacritic.com erscheint im Laufe des heutigen 5. September Warhammer 40.000 Space Marine 2. Über Steam, neu bei GeForce Now. Zumindest in der Advanced Access Phase des Spiels, welche euch nach dem Kauf der Gold oder Ultra Edition ganze 4 Tage vor Abzugriff ermöglicht. Denn der reguläre Release ist erst am 9. September. In dem Third-Person-Shooter schlüpft ihr in die Rolle von Lieutenant Titus, einem Space Marine, der gegen die furchterregenden Tyranniden kämpft. Das verspricht packende Action und atemberaubende Schlachten. Ihr werdet euch durch Horden von außerirdischen Feinden kämpfen, dabei verschiedene Waffen und Fähigkeiten einsetzen und die düstere Atmosphäre des Warhammer-Universums hautnah erleben. Besonders beeindruckend sind die detaillierten Umgebungen und die intensive Kampagne, die euch wohl stundenlang fesseln wird. Und auch heute habe ich wieder Call of Duty Black Ops 6 für euch dabei. Ich hatte es schon vor 2 Wochen angekündigt, die Open Beta ist gestartet, aber war bisher nur für Vorbesteller zugänglich. Jetzt gibt es ein zweites Wochenende, welches für alle Call of Duty Fans dann auch zum Spielen geeignet ist. Denn vom 6. bis 9. September wird Call of Duty Black Ops 6 spielbar sein. Alle Maps und Modi des vorhergehenden Wochenendes sind mit dabei. Das heißt, 6 Multiplayer-Maps können gespielt werden. Derelict, Scud, Skyline, Rewind, Pit und auch Gala. Natürlich könnt ihr euch bis zu Level 20 hochleveln. Und dann, ja, dann müsst ihr noch knapp 1,5 Monate warten, denn Call of Duty Black Ops 6 wird erst am 25. Oktober regulär veröffentlicht. Also Geduld ist dann absolut noch gefragt. Wollt ihr die Open Beta spielen, benötigt ihr Zugriff auf die Steam- oder Battle.net-Version des Spiels. Aktuell wird nämlich noch keine Game Pass-Version bei GeForce Now unterstützt. Willkommen zu Crime Scene Cleaner, einem einzigartigen Spiel, das am 14. August 2024 erschienen ist.
In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines verzweifelten Vaters, der gezwungen ist, für die Mafia Tatorte zu reinigen, um die Krankenhausrechnungen seiner Tochter zu bezahlen. Eure Aufgabe ist es, Blut zu entfernen, Leichen zu beseitigen und Beweise zu vernichten, während ihr versucht, der Polizei zu entkommen. Besonders beeindruckend ist die Detailtreue, mit der ihr die Tatorte hier säubern müsst. Ihr habt eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verfügung, von Mop und Eimer natürlich, das braucht man, bis hin zu Hochdruckreinigern und sogar Geruchsentfernern. Jede Mission stellt euch vor neue Herausforderungen und erfordert strategisches Denken und schnelles Handeln. Der aktuelle Preis bei Steam beträgt 18,99 €. Die Bewertungen auf Steam sind äußerst positiv mit über 6000 Rezensionen. Ein Metascore liegt aber noch nicht vor. Wenn ihr auf der Suche nach einem Spiel seid, das euch sowohl herausfordert als auch unterhält, ja, dann ist Crime Scene Cleaner wahrscheinlich das Richtige für euch. Taucht ein in diese düstere Welt und beweist, dass ihr das Zeug zum ultimativen Tatortreiniger habt. Die Demo von Final Fantasy 16 gibt es bereits seit einigen Wochen via Steam bei GeForce Now, aber ich meine, die PC-Version des Spiels kommt nun mal am 17.09., was in knapp anderthalb Wochen ist, also solltet ihr euch vielleicht die Demo dann vorher doch nochmal reinschauen, falls ihr ganz interessiert seid an dem Spiel. Das 87er Metascore bewertete Spiel wird jetzt in der Demo halt auch über den Epic Game Store unterstützt. Taucht in Sins of a Solar Empire 2 in das neueste Kapitel des epischen Weltraumstrategiespiels ein. Seit dem 15. August 2024 könnt ihr euch in die Weiten des Alls stürzen und eure eigene galaktische Herrschaft aufbauen. In diesem Echtzeit-Strategiespiel mit 4X-Elementen übernehmt ihr die Kontrolle über eine von drei Fraktionen: Tech, Advent oder Vasari. Jede Fraktion bietet einzigartige Mechaniken und Strategien, um eure Feinde zu besiegen und euer Imperium zu erweitern. Besonders beeindruckend sind die riesigen Raumschlachten, die dank der neuen Engine noch spektakulärer sind. Aktuell könnt ihr Sins of a Solar Empire 2 auf Steam für 48,99 € erwerben und dann bei GeForce Now spielen. Und auch die bisherigen Bewertungen sind sehr positiv. Metacritic.com vergibt aktuell 77 Punkte. Taucht also in die faszinierende Welt von Sins of a Solar Empire 2 ein und erlebt epische Schlachten, strategische Herausforderungen und eine lebendige Galaxie, die nur darauf wartet, von euch erobert zu werden. Ja, Leute, meiner Meinung nach ein ganz okayes Update in dieser Woche für GeForce Now. Call of Duty Black Ops 6 natürlich, das hat man jetzt schon in der letzten Woche mit der Early Access Open Beta jetzt auch wieder neu für alle anderen. Ist ja nice to have, absolut, aber es wird halt momentan einfach durch jedes Dorf getrieben, dieses Spiel. Bin mir nicht ganz sicher, ob man sich einen Gefallen tut, bis zum 25. Oktober das jetzt schon so auszuschlachten. Aber also wenn ihr darum eine andere Meinung seid, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Aber was ich richtig gut finde, ist Crime Scene Cleaner. Also ich meine, vielleicht habt ihr die Serie mal gesehen, Tatortreiniger, eine grandiose Serie, also wirklich ein Top-Humor, filmisch genial umgesetzt. Und wenn man das jetzt einfach so spielen könnte, schon nice. Aber irgendwie so ganz ernst will man ja dann doch nicht Blut erfrischen. Also diesen Humor kriegt man, glaube ich, nicht ins Spiel. Was ist euer Highlight? Verratet's mir gerne in die Kommentare. Gleich direkt unter dem Video einfach hier jetzt mal hochscrollen, einen Daumen da lassen, ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Und dann schreibt ihr einfach euren Senf rein in die Kommentare und geigt mir eure Meinung. Das war's an dieser Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis bald. Ahoi und ciao. Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen GeForce Now Games Update. Nee, das machen wir anders. Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.